Herzlich willkommen auf dem Kanal. Mein Name ist Dani Rohner. Ich bin Pfarrer hier in der Evangelischen Gemeinde in Visp. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Corona stellt nicht nur unser Gesundheitssystem im Moment total auf den Kopf und vor gewaltige Herausforderungen. Auch unsere Wirtschaft kämpft mit immensen Komplikationen. Im Kanton Tessin, wo normalerweise 4 bis 5 Gesuche um Kurzarbeit pro Woche gestellt werden, sind es zurzeit 8'500. Und nicht nur lokal bei uns in der Schweiz, auch global sind die Herausforderungen immens. In den USA ist die Zahl der Arbeitslosengesuche innerhalb von einer Woche ums 10-fache explodiert. Erstanträge auf Arbeitslosigkeit sind dort von 280'000 gestiegen, in einer Woche auf 3,2 Millionen. Und mittlerweile sind schon 16 Millionen Menschen in den USA ohne Arbeit und damit oftmals auch ohne Krankenversicherung. Und wenn die aktuelle Krise auf gesundheitlicher Ebene dann irgendwann ausgestanden sein wird, und das wird sie, weil die Erkrankungen zurückgehen oder weil wir hoffentlich ein Heilmittel oder eine Impfung gefunden haben, wenn das der Fall ist, dann sind die wirtschaftlichen Nachwirkungen noch lang nicht ausgestanden. Gerade Tourismus und Gastrobranche leiden im Moment enorm und wird wahrscheinlich lang brauchen, bis sich nur schon eine leichte Erholung einstellen wird. Von Italien und Spanien und den Folgen, die Krise für den Euro haben wird, gar nicht zu reden. Da, wo wir im Westen unser Sicherheitsempfinden darauf aufgebaut haben, unseren Reichtum, eine funktionierende und vor allen Dingen stetig wachsende Wirtschaft, all das fällt im Moment gnadenlos in sich zusammen. Und wenn ich den Jakobusbrief lese, dann lässt sich das schon fast prophetisch an, was er den Christen von seiner Zeit schreibt, Jakobus Kapitel 5, Vers 1. Er sagt dann nämlich: Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen worden, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch. Nur um das klarzustellen, Gott ist weder gegen Besitz, noch ist er gegen Menschen, die reich sind. Und die Bibel idealisiert auch nie eine Armut, so als ob das etwas Erstrebenswertes wäre, möglichst wenig zu haben. Aber was die Bibel immer wieder macht, das ist, dass sie warnt vor einer Haltung, wo wir Menschen Reichtum und Besitz an Gottes Stelle setzen und probieren, in diesen Sachen Sicherheit zu finden, vielleicht sogar auf Kosten von anderen. Der Jakobus reiht sich in dem Text ein, in die Reihe von alttestamentlichen Propheten, nicht nur in seinem Schreibstil, den er wählt, sondern vor allem inhaltlich in der Botschaft, die er weitergibt. Schon Mose hat das Volk Israel gewarnt und hat gesagt, wenn ihr denn im verheißenen Land sind, dann sagt nicht in euren Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen geschaffen und vergesst euren Gott denn nicht. Schau, Corona lehrt uns alle jetzt gerade ganz hart, dass da, wo wir unsere Sicherheitsempfinden und unsere Zufriedenheit darauf gesetzt haben, ganz schnell zwischen unseren Fingern zerrinnen kann. Wie fragil und zerbrechlich ein Wirtschaftssystem ist, das einzig und allein auf Wachstum und möglichst billig und günstig ausgelegt ist. Corona lehrt uns, wir sind angewiesen auf jemand anderes, auf Gott selber. Wenn du in deiner Bibel ein paar Seiten zurückblätterst, landest du im Hebräerbrief. Und auch dieser Brief ist in eine ähnliche Situation geschrieben worden wie der Jakobusbrief. Auch dort haben Christen unter Verfolgung gelitten und extrem existenzielle Herausforderungen erlebt. Und der Verfasser von dem Brief spricht dort das Thema Reichtum und Geld genauso an. Er sagt in Kapitel 13, passet auf, dass euer Leben ohne Liebe zum Geld abläuft. Seid zufrieden mit dem, was da ist. Und dann sagt er, denn Gott hat versprochen, ich will dich nicht verlassen und dich niemals aufgeben. Deshalb können wir mit Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Im Moment haben viele von uns Angst. Nicht nur davor, dass Menschen in unserem Umfeld oder wir selber könnten krank werden, sondern viele machen sich Sorgen, wie es nach der Krise wirtschaftlich weitergehen kann. Wir haben alle irgendwann in der Schule mal gelernt zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber ganz ehrlich, wie viele von uns haben zwar so gebetet, aber innerlich haben wir gedacht, kaufen kann ich mir das Brot ja jederzeit selber. Mir macht die aktuelle Krise Mut,
meine Sicherheit weniger in meiner eigenen Fähigkeit und meiner Ersparnis zu suchen, sondern in Gott, der versprochen hat, uns nicht aufzugeben und uns nicht zu verlassen. Und die Krise hat mich gelehrt, wie grundfalsch dass die Mentalität ist, Geiz ist geil, wo unsere Gesellschaft so oft bestimmt hat. Der Jakobus sagt, ihr habt in Üppigkeit geschwelgt. Und er sagt, ihr habt den Arbeitern ihren Lohn vorenthalten. Und vielleicht lässt sich die Ausbeutung von Menschen, die den Empfänger vom Jakobusbrief erlebt haben, nicht eins zu eins mit einer globalisierten Wirtschaft vergleichen. Aber die Corona-Krise zeigt doch, wie wichtig das ist, ein offenes Auge zu haben für diejenigen in meinem Umfeld, die versuchen, über die Runde zu kommen. Und dass es eben wichtiger ist, lokale Unternehmen zu unterstützen, als selber möglichst billig davonzukommen und möglichst viel Silber und Gold zu haben. Wenn ich an die Herausforderungen der Tourismusbranche denke, dann hoffe ich, dass viele von uns ihren Sommerurlaub 2020 bewusst in der Schweiz werden verbringen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich nach der Krise öfter mal mit meiner Familie auswärts essen will, in ein Restaurant, als ich es vielleicht sonst gemacht hätte. Und meine neuen TÜV-Kleider habe ich dieses Jahr bewusst bei meinem TÜV-Händler gekauft, obwohl ich die im Internet sicher irgendwo günstiger gefunden hätte. Lokale Institutionen, die bei uns im Oberwallis rasch und unkompliziert helfen, wie zum Beispiel Nachbar in Not, die will ich jetzt noch mehr unterstützen. Lasst uns festhalten an Gott und in ihm unsere Sicherheit suchen und nicht in unserem Reichtum. Und lasst uns bewusst denjenigen helfen und ihnen beistehen, die jetzt echt Schwieriges erleben, den lokalen Unternehmen und Geschäften in unserem Umfeld. Wenn wir das machen, dann glaube ich, machen wir das, was Glauben in Zeiten von Corona und vor allem Christsein in Zeiten nach Corona effektiv ausmacht. Wenn dich das Video angesprochen hat, teile es. Abonniere unseren Kanal, lass uns ein Like da. Mir bleibt dir zu sagen, hab Sorge, bleib gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.